Hallo und herzlich willkommen hier zur Minecraft Staffel 6. Mit mir sind Cedric Geistos und wir reden gerade über ein sehr, sehr heikles Thema. Wenn ihr mitreden wollt über das Thema, dann schaut euch die letzten beiden Folgen an. Da wird es erklärt, worüber es geht und auch schon heiß drüber geredet. Mir geht's tief runter. Wieder ein neues Lied, cool. Ich mache nämlich jetzt gleich weiter hier im Geschäft. Und wenn ihr da nicht mitkommt, wäre es wirklich besser, wenn ihr die letzten zwei Folgen mit angucken würdet. Das ist jetzt nicht hier der Aufrufe würdig, sondern es liegt wirklich daran, dass manche das wahrscheinlich nicht verstehen werden, warum ich dann jetzt auf einmal so über das Thema rede und dann kommen wieder Diskussionen auf und so und so und so. Ich werde versuchen, da meine Infokarte zu erstellen, aber ich bin zurzeit auf der Schule, also nicht auf der Schule, sondern in der Schule, in der Berufsschule, muss man dazu sagen. Ne? Viele haben mich eben darauf angesprochen, du bist doch schon über 18 Jahre alt, was machst du noch in der Schule? Ne? Berufsschule ist das, meine lieben Freunde. Das hat nichts mit der normalen Schule zu tun, gibt zwar immer noch ein paar gleiche Fächer, aber ich schweife schon wieder vom Thema ab. Wir haben in der letzten Folge darüber geredet, dass ein ziemlich großer Let's Player kommentiert. Und zwar nicht nur bei mir in den Kommentaren, sondern auch bei anderen in den Kommentaren. Jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich auch fragen, okay, du kriegst doch sehr wenig Kommentare. Das stimmt. Nur würde ich diesen und auch noch mehrere freigeben, dann hätte ich pro Video immer, und ich rede jetzt wirklich von dem Wort immer, Inventar ist wieder fast voll, ein bis zwei Kommentare. Würde mich natürlich freuen, wenn es auch sinnvolle Kommentare sind, denn dieser Let's Player möchte nichts anderes erlangen, als dass ich ihn abonniere. Ich habe mich über diese Funktion ein bisschen informiert. Korrigiert mich, wenn ich jetzt irgendeinen Mist erzähle. Es kann natürlich sein, dass ihr das auch anders oder aus anderen Erfahrungen ganz anders aufgenommen habt. Denn es gibt diese eine Bot-Funktion. Jetzt bin ich voll, ne? Da ist der Aufgang. Es gibt eine Bot-Funktion von YouTube. Und zwar wird in dieser Bot-Funktion der gewählte Kanal, der den Bot eben hat, ne, erstellt ihn und tut dir zum Beispiel eine Abonnentenzahl eingeben, wo der Bot überall kommentieren soll. Da kann man Kommentare, ne, einfügen, was der eben alles kommentieren kann mit einer gewissen Zufallschance. Und dazu der bei jedem Video maximal ein Kommentar von demjenigen, der das eben alles eingestellt hat, eben hinsetzen. So, der Grundgedanke von diesen, ich sag's jetzt mal, Mod von YouTube. Das Problem nur bei der ganzen Sache ist, dass das zurzeit ganz schön aus dem Ruder läuft. Denn ich kriege jeden Tag nicht, aber es sind mal ein paar Tage, wo Luft zwischen ist und dann kommt wieder ein großer Stoß. Kriege ich mal so 13 neue Kommentare von den einen und denselben Typen. Der mit den riesengroßen Abonnentenzahlen, glaube ich mal nicht, dass er jedes Video bei mir anklickt. Das ist auf jeden Fall, kann ich das zu 100% sagen, dass das ein Bot ist. Jetzt kann ich ja mal die Fackeln hier oben wieder runter tun. Zu 100% kann ich sagen, dass das ein Bot ist. Und dieser Bot
Den gibt's wahrscheinlich nicht nur einmal, denn ich hab schon den zweiten auf dem Gewissen. Der ist zwar nicht so groß wie den, den ich jetzt meine, nur er macht dasselbe. Und das ist eben das Gravierende daran. Ich find's jetzt nicht so blöd, das zu machen. Es ist sogar ganz schön intelligent, sowas zu tun. Nur wenn man sowas macht, sollte man doch darauf achten, dass man seine Abonnenten ehrlich gewinnt. Und das finde ich eigentlich nicht so ehrlich, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob er da dafür auch Geld ausgibt. Ich bin mir dafür nicht so sicher. So, jetzt habe ich, glaube ich, genug Treppen. Machen wir mal gleich ein paar viele, weil wir werden immer wieder Treppen benutzen. So, gehen wir mal nach oben. Hier drüben geht's hoch. So. Zack. Und zack. Jetzt gerade Shift nicht am Laufen. Habe ich jetzt einfach mal gesagt, nee, benutze ich jetzt mal nicht. Aber muss das selber jeder selber wissen. So. Jetzt habe ich das Fischnetz hier unten. Soll ich mal runterspringen? Meine Rüstung hat es wahrscheinlich, ja, die ist schon fast kaputt. So, nehme ich mal das hier mit. Na, so viel brauchen wir nicht, aber ich nehme es einfach mal mit. Das weiß ich nicht, fähre ich es ab. Ich tue es mal weiterverarbeiten. Denn meines Erachtens nach, so, jetzt komme ich wieder aufs Thema zurück. Meines Erachtens nach kann man ja sich mit ganz einfachen Mitteln, sei es denn Werbung, sei es denn, dass man irgendjemanden anschreibt. Wie mache ich das hier? Hier? Ja, so mache ich das. Sei es denn drum, jetzt habe ich das Eichenholz vergessen. Autsch. Muss auch wehtun. Das muss man sich ja mal merken, dass man das nicht vergisst. Ja. Wo war ich stehen verblieben? Seine Abonnenten ehrlich gewinnen. Und dieses ehrlich gewinnen kommt bei mir wirklich auf Platz 1. Deswegen wird man von mir wahrscheinlich mal nie so eine Aktion erleben wie von diesen Leuten. Denn diese Leute verdienen ihre Abonnenten, also die machen ja schon was dafür, aber wahrscheinlich nur einmal, denn der Bot läuft danach automatisch. Was bedeutet automatisch? Der Bot guckt bei einer gewissen Anzahl von Abonnenten nach, die man ja vorher eingetragen hat. Hatte ich ja bereits schon erzählt. Guckt danach, ob der aktiv ist, derjenige, den der Bot ausgewählt hat. Wenn der aktiv ist, dann kriegt er einen Kommentar. Wenn der darauf antwortet, ne, habe ich getan, war mein Fehler, dann kriegst du immer mehr Nachrichten. Immer wieder. Ja. Was ist das Grundlegende, was ich dann getan habe? Die rutschen bei mir automatisch in den Spam-Ordner. Das ist schon mal eine positive Sache bei mir. Ich habe Kommentare, die sich, ich glaube, das ist aber bei jedem jetzt standardgemäß so, jeden
Kommentar, der da entsteht, kommt automatisch in den Spam-Ordner, weil der hintereinander weg ja immer mal so ein bisschen was, ja, das, die Engine läuft sozusagen ein wenig realistisch. Weil ich glaube nicht, dass dieser YouTuber, der über, weiß ich nicht, wie viele 100.000 Abonnenten er schon besitzt, muss ich danach wirklich mal nachgucken. Das Dach sieht zwar ein bisschen schräg aus, aber das gefällt mir so. Ja, das gefällt mir. Ich gucke mir das jetzt mal von unten an. Die Engine ist so realistisch, oder Enrico ist hier, hab ich gerade gesehen. Wo ist er denn? Da hinten? Da ist er. Da ist der Enrico. Er läuft. Er läuft. Schaut cool aus, ne? Enrico. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass das so fix so schön ausschaut. Also ich finde das Nordwehen. Die Nordwehen-Aktion hier eigentlich ganz, ganz lustig. Vor allen Dingen mit dem. Mit dem Hollywood-Schriftzug und danach die Häuserkette, ne, die ich dann vorhabe. Aber das schaut schon cool aus. So, nochmal hier. Auf die Seite kommt die Zahl. Also mache ich das mal so. Und zack. Ich hab dich gesehen. Und es ist so realistisch, der Bot, dass man da schon sagen kann, dass das doch unangezogen ist. Also das, ich finde das wirklich nicht so praktisch. Nicht so praktisch. Überhaupt nicht praktisch. Weil man daraus eigentlich, wenn man es so nimmt, ne? Wenn man es so nimmt, wie es ist, finde ich, ich sag's jetzt mal knallhart, frech. Frech, unangezogen. Ich kann sowas nicht ab, wenn, gut, wenn man jetzt sagt, so und so und so und so, ne? Dich möchte ich jetzt haben. Und tut dann die Videos angucken und selbst anklicken. Ja? Und dann einen Kommentar drunter schreiben. Manchen ist das zu stressig. Ja? Manchen ist das viel zu stressig. Und das werden die wahrscheinlich dann auch nicht machen wollen. Weil sie dann eben dadurch viel zu viel Stress haben und dieses viel zu viel Stress haben, wird sich wahrscheinlich dann auch darauf ausbauen, dass sie den Bot einsetzen. Gut. Erleichtert einen natürlich einerseits, dass man so viele Videos angucken muss. Mhm. Andererseits finde ich es dadurch recht, weil man natürlich seine eigenen Klickzahlen in die Höhe schießt. Natürlich brauchen wir dazu auch qualitativ hochwertige Videos, weil sonst bringt so eine Aktion ja auch nichts. Man muss natürlich dadurch auch Werbung schalten. Ja, macht eigentlich immer die Türen zu. Na gut, wenn ihr mal die Folgen verfolgt habt, wir hatten da einen kleinen Übeltäter. Hier ist die Werkbank, die kommt da oben jetzt hin. Nehmen wir mal alle vier mit. Ich glaube, die vier Werkbänke, die passen hier oben ganz gut hin.
passen ja oben ganz gut hin. Hier sind die Ecken. Zack, zack. Und zack, zack. Und der Enrico, der geht da drunter. Da ist er. Hehehe, steh dich. Was überlegt er gerade? Schreiben bringt nichts, lieber Enrico. Ich hab den Chat aus. Den Chat habe ich aus. Den Chat habe ich aus und ich bin auch nicht auf dem TS. Auf dem Teamspeak. Sollen wir noch einen Querbalken reinziehen? Das schaut nicht schlecht aus, ist mir gerade aufgefallen. Auch wenn man sich dann ein bisschen den Kopf stößt. Meines Erachtens nach ist das genau das Richtige, das so zu machen. Kann man hier oben ja noch ein paar Fackeln reinsetzen. Hier, und hier. Hier kann man jetzt noch ein bisschen das so machen. Schaut auch nicht schlecht aus. Das kann man vielleicht noch ein bisschen abtrennen, dass das wahrscheinlich ein paar Abteile hier sind. Kann man ja alles so machen. So, haben wir nämlich das Dach schon mal hier so einigermaßen fertig. Zumindest den Grundriss. Mhm. Enrico hat mir erzählt, dass er jedes Gebäude, wo ein Dach drauf setzt, ein Richtfest feiert. Da ich aber hier Blitzbauten baue, also Häuser, die sehr schnell errichtet werden, wer den Fachbegriff nicht kennt. Autsch. Autsch. Ist das ein bisschen schwieriger umzusetzen. Ich habe jetzt einen kleinen... Wie mache ich das Dach? Aus Eichenholz ist schwer. Tropenholz könnte ich benutzen. Tropenholz. Wir nehmen Tropenholz. Dazu brauchen wir erstmal Tropenholz. Dann sage ich jetzt mal auf ins Dschungelbiom und wir suchen Tropenholz. So, wie weit geht die Folge? 18 Minuten. Schaffen wir noch. Wir haben genug Essen und wir gehen jetzt zum Hafen. Und dann gehen wir mal ins Dschungelbiom der Lorenzas. Das Bett haben wir natürlich nicht mitgenommen. Nehmen wir uns mal ein bisschen Wolle mit. Da. Weiße Wolle ist nicht viel da. Nehmen wir mal grüne Wolle. Grüne Wolle. Und Hulz haben wir vor der Hütte. Guck mal, hier ist auch noch ein bisschen Stuff, aber nicht viel Holz. Selbst mit Burger sind wieder auf den Bäumen. Guten Tag. Mal gucken, ob hier ist zum Beispiel ein Bett, aber steht hier noch was drin? Hier ist irgendeine Truhe. Muss ich doch noch mal ganz kurz ins Lager gehen. Und hier 1, 2, 3. Zack, zack, zack. Und hier werden wir gerade durch die Gegend geschoben. Und ich nehme mal kurz ein Bett mit und du gehst mir nicht auf den Sack. So, da gehen wir jetzt mal nach Del Lorenzas. Tut da mal ein paar Dschungelbäume fällen. Hier ist noch ein Fichtensetzling.
Dazu müssen wir aber hier rüber. Platsch, sind wir in die Wehe gefallen. In den kleinen Bach Wehe. So, erstmal ein bisschen hier richten. Zack, 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 zuck. Zap. So. Essen gleich ein bisschen was, gehen schlafen, beenden die Folge und fangen bessere Themen an, spannendere Themen. Aber wenn ihr euch das Thema interessiert und ihr nur diese Folge angeschaut habt, könnt ihr euch die beiden anderen Folgen mal anschauen, die ihr davor kamen. Der Weg, der geht hier hinter zum Dings, na hier nach Menkleden. Genau, das haben wir schon ja geguckt. Ich gehe schlafen jetzt mal hier. Hier gehe ich jetzt mal schlafen. Zack. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.